Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode Chinchan, meine Sommerferien mit dem Professor, die endlose 7-Tage-Reise. Tag 8 mittlerweile, tatsächlich sogar. Starten wir direkt mal ins Spiel, würde ich mal sagen. Und, heute tanzt Tim mit, beziehungsweise Morgengymnastik ist das ja. Ach, guck mal, da ist der Rocco. Irgendwann passen da keine Leute mehr auf den Bildschirm. Ich sag's euch, wie es ist. Wenn da noch ein paar Dinosaurier dazukommen, dann ist aber Platzmangel am Start. Und heute gibt es mal wieder eine bunte Mischung aus Fisch, Reis, Gemüse. Morgens ist es noch angenehm kühl. Das ist nun also euer erster Morgen in Pampa. Ah ja, vergiss das. Wir sind sicherlich, also momentan wegen der, wegen dem Flashback, ja. Aber das ist nicht mal unser erster Tag. Okay, machen wir mal gespannt, was wir heute so erleben. Wer bist du denn? Kommen mal neue Leute dazu, wa? Theo. Der sieht aus wie Rocco keine Ahnung, irgendwie sehen die alle Rocco aus wie Rocco. Mein Name ist Rocco. Na, er hilft uns ein bisschen im Restaurant aus. Da wir gerade bei dem Thema Lesen waren, was liest ihr denn gerade momentan so? Also ich fange an jetzt mit den Super Mario Abenteuer an als Manga. Mal gucken, wie das ist. Oder seid ihr überhaupt Leser? Das würde mich mal brennend interessieren. Schön, wie sie den Poo-Boogie übersetzt haben. Wir treffen uns vom Kirishima-Markt. Okay. Da gehen wir doch mal hin direkt. Erst einmal vielen Dank nochmal für mittlerweile über 140 Aufrufe. Also wir steigern uns echt von Part zu Part. Das ist ja der Wahnsinn. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr müsst wissen, ich mache ja schon ewig YouTube und seit Jahren, seit 2015, 16, gehen meine Views immer weiter nach unten und nun seit ein paar Wochen, woher auch immer, geht das mit den Views mal wieder bergauf. Also das beweist, dass man denn doch immer irgendwie dann am Ball bleiben muss und mit Leidenschaft dabei sein muss. Mag jetzt nicht heißen, dass jetzt die nächsten Videos vielleicht, keine Ahnung, wieder nur 5 Aufrufe bekommen. Aber ich wollte es einfach mal erwähnt haben, denn das freut mich wirklich sehr und ich hoffe und ich kann mir auch vorstellen, dass entweder mein Kanal geblacklistet war oder eventuell hat sich der YouTube-Algorithmus in irgendeiner Art und Weise verändert, sodass meine Videos vielleicht random irgendwelchen Leuten vorgeschlagen werden. Denn das ist bei mir auch so. Da möchte ich vielleicht heute gerne mal drauf eingehen in diesem, in dieser Folge mit euch. Da kann man runter?
Seit wann? Wieso bin ich noch nie bei den Kühen gewesen? Der steht einfach auf der Brücke, Junge! Wenn der über die Brücke jetzt nicht gleich einstürzt bei 500 Tonnen oder wie viel der wiegt, dann weiß ich auch nicht. Geh da runter! Er hat die verscheucht, aber geh doch runter von der Brücke, Alter, die stürzt doch ein! Aber cool, wir haben wieder ein neues Gebiet entdeckt. Bin mal gespannt, wo wir jetzt hinkommen. Gucken wir einfach mal. Ach, guck mal, hier gibt es was zu sammeln. Um nochmal zurück zum Thema zu kommen. Ach, sehr cool. Ja, mir ist aufgefallen, dass... Ich gehe erstmal nach oben. Wo sind wir denn hier bitte? Ach, das ist die Seilbahnstation. Hab mich schon gewundert, wo die sich herumtreibt, aber nun haben wir sie gefunden. Sehr cool. Zum Gipfel des Berges fahren. Oh, wie cool. Wir dürfen Seilbahn fahren. Das ist ja geil. Machen wir doch direkt mal. Oh, jetzt sind wir sogar am Bahnhof. Ah ja, guck mal. Dort sind wir ja ausgestiegen. Jetzt weiß ich auch zumindest, was das im Hintergrund für ein Gebäude ist. Von hier aus kann man mit dem Zug fahren. Ich bezweifle, dass ich hier mit dem Zug einfach mal hinfahren und her fahren kann. Sind das Zwillinge? Ach du, noch einer! Mit blonden Haaren. Ja, wir sind Drillinge. Ich wollte schon sagen. Tim, Theo und Tom. Ah ja. Rocco in drei Ausführungen. Für, keine Ahnung, für jeden beliebig einer dabei. Wer rot mag, kann rot nehmen. Wer blond möchte, kann blond nehmen. Officer Rocky wäre stolz auf uns. Verrückt. Aber cool, jetzt können wir so ein bisschen um das Bahnhofsgebäude herumlaufen. Ich möchte erstmal mit der Seilbahn fahren. Kann ich jetzt einfach rüberlaufen, auf einen Zug kommt? Ich denke doch, oder? Nein, schade. Ich kann also kein, naja, was auch immer machen. Ja, ist okay. Das Game könnte noch so einiges bringen. Da verstanden. Achtung, Achtung. Mir ist aufgefallen, dass der Algorithmus sich ein bisschen verändert hat. Mir werden Let's Play-Folgen random einfach vorgestellt. Ob es jetzt irgendein PlayStation 1-Spiel ist oder irgendwas anderes von eher kleineren und unbekannteren Let's Playern. Das war vor Wochen noch nicht so. Und ich denke, andersrum wird es bei mir wahrscheinlich auch so der Fall sein. Dadurch vielleicht auch die im Vergleichbaren doch hohen Aufrufzahlen. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das vielleicht auch beobachtet, weil ich habe ja so lange auf diesen Tag, ist nicht besetzt, okay, also können wir doch nicht fahren. Ich hab einfach auf diesen Tag so ewig lang gewartet gehabt, weil ich habe den YouTube-Algorithmus schon immer bemängelt. Ich fand, ohne Witz, ich fand, der war früher wirklich anders und besser. Und Videos wurden ja, auch Gaming-Let's Plays-Videos, es wurden immer mal andere Spiele und andere Let's Player rechts. Da gab es immer auch noch andere Videos, gibt es heutzutage auch mal noch. Und die wurden direkt, ja, immer verlinkt. Also konntest du, wenn du ein Video geguckt hast, rechts du, oh, da wird andere Let's Player, klick ich mal drauf. Und das fehlt komplett. Ich weiß nicht, inwieweit sie das jetzt wieder geändert haben. Perilla haben wir bekommen.
Jetzt können wir leider nicht rein. Okay, schade. Ja, schönes Gebiet. Ne? Kann man denn hier weitergehen jetzt? Ich denke, das Jahr könnte ganz cool werden. Zumal, also wenn dieser Wachstum jetzt kontinuierlich mehr wird, dann freue ich mich einfach nur. Dann weiß ich nicht, wo ich am Ende des Jahres stehe, aber dann kriege ich zumindest ein bisschen Feedback und das freut mich sehr. Sommerloch, die Touristen kommen. Freiwillige säubern den Fluss. Aha. So, wir wollten doch jetzt mal mit ihm reden. Nee, wollten wir nicht. Die Seilbahn fährt runter. Warte mal, Moment. Moment, Moment. Wenn ich jetzt schnell bin. Ach, scheiß dort der Hund drauf. Ist der hier lang, oder? Nein! Wieso kann ich denn da jetzt nicht mehr lang? Ach doch. Die Seilbahn kommt runtergefahren. Kann ich denn damit gleich fahren? Weil rein theoretisch müsste sie ja doch gleich unten sein, oder? Ja, sie kommt wirklich! Sie kommt wirklich, die Seilbahn kommt. Wie geil! Einmal am Tag fährt sie wahrscheinlich runter und hoch. Oh, wie cool ist das? Leute, wir können gleich hoch. Die Seilbahn. Sie dockt sogar ein. In Echtzeit. Komm. Lass mich rein. Die Seilbahn ist doch besetzt. Mehr oder weniger. Ich kann nicht rein, obwohl die Seilbahn da vor sich hinsteht. Ich kann ja nicht mehr die Treppen hoch. Also da muss wirklich jemand... Kommt da noch wer raus eventuell? Das wär echt schön. Ich glaube, da muss irgendwann mal so ein Typ spawnen. Oder irgendwer muss mal aussteigen. Aber ich glaube nicht, dass da... Ich glaube, das war nicht, dass wir da irgendwie noch eine Chance haben, mitzufahren. Zumindest zur jetzigen Zeit. Ja, nee, ich glaube, da kommt keiner mehr. Lass uns mal gucken, was es hier noch so Schönes gibt. Da gibt es eine Biene. Habe ich die schon? Hier waren wir noch nicht. Hier waren wir noch nicht, Leute. Hier unten. Und wir entdecken wieder jede Menge, Insekten, die wir vorher auch noch nicht hatten. Gibt wirklich jede Menge zu sammeln. Die haben wir auch noch nicht. Die haben wir auch noch nicht. Einmal über die Steine. Nee, angeln will ich nicht. So, wo sind wir jetzt? Bei den Kühen wieder. Na, ich verstehe. Hier waren wir aber noch nicht. Oh, das ist ja eine geile Aussicht hier mit den Gleisen. Hier ist das Bahnhofsgelände. Und hier fährt der Zug einmal lang. Oh, ich will das sehen. Ich will das auf Kamera haben, bitte. Haben wir schon so eine Biene? Ja, der hält doch, glaube ich, erst an, ne? Wie cool. Ach doch, hier waren wir schon. Warum kommt mir das überhaupt nicht bekannt vor? Oh, er fährt, Leute, er fährt. Wie cool. Feier ich. Ja, die meisten haben wir aber schon. Hier ist noch ein Marienkäfer. Yay!
Den Fisch will ich mal angeln. Ist gar nicht mal so einfach, finde ich. Angeln tue ich relativ wenig eigentlich, muss ich sagen. Und wir bockt das hier nicht so, finde ich, im Vergleich zu anderen Cozy Games. Professorchen haben wir heute immer noch gar nicht gesehen. Was haben wir denn da gefangen, Alter? Gibt es aber relativ viele Trichterfahren. Ja komm, lass mal wieder mal so langsam woanders mal hingehen. Aber das Gebiet wird immer größer. Ich feiere das, ich finde das cool. Hier kommt mal irgendwie wieder ein... Ah, okay, genau. Ich habe gleich drei auf einmal gefangen. Okay. Ich glaube, ich bin aber schon mal versucht, über die Brücke zu gehen. Ich glaube, das hatte nicht geklappt. Ich habe, glaube ich, noch nicht meine Pflanzen gegossen. Moment. Nee, Moment mal. Jetzt, wo ich gerade durch diesen Weg gehe, da war doch vorher eigentlich der Professor und alles. Die haben dieses Szenario geändert mit diesem Bahnhofsszenario. Ich hätte vorher gar nicht dahin kommen können. Fällt mir gerade auf, oder habe ich da die Möglichkeit... Oh, was macht sie denn hier? Aha. Oder hatte ich gar nicht die Möglichkeit, dorthin zu gehen? Wo musste ich hier lang? War das hier? Doch, ich glaube, das war hier, ne? Ja. Dann habe ich es, glaube ich, verwechselt. Schon ist wieder ein Tag vorbei. Das geht ja fix. Das Ding habe ich auch noch nicht gefangen. Okay. Dann gieß mal nochmal schnell, bevor es jetzt abends wird. Das Ding habe ich auch noch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Wie viele Insekten gibt es denn bitte? Das Ding habe ich auch noch nicht. Das gibt's ja gar nicht. Wie viel wir entdeckt haben mittlerweile, das ist ja der Wahnsinn. Professorchen ist nicht da, ne? Nee. Ich glaube, wir werden eh gleich wieder nach Hause gelotst. Oh, Ameisen. Nee, so ein Nashornkäfer. Können wir hier eigentlich mittlerweile was machen? Alles mitnehmen, was wir mitnehmen können.
So, ab nach Hause, wird Abend. Gucken wir uns gleich nochmal unser Tagebuch an. Ist doch auch mal anderes Essen auf dem Tisch. Oder achte ich da nur nicht so genau drauf? Sagen wir mal mit Misty und Rocco. Passt ja irgendwie so ein bisschen, wa? Ich werde den Tag hier mal beenden. Also, wir haben Theo getroffen. Der Dino hat die Kühe vertrieben. Die Seilbahn haben wir entdeckt. Tim, Tom und Theo, ein tolles Trio. Was ich heute für Käfer entdeckt habe, das ist Wahnsinn. Ach, das ist ein Stöckelschuh gewesen. Ich dachte, was ist denn das für ein Insekt? Was ist denn da los? Wer versteht mit einem Stöckelschuh? Wie heißt sie, Cinderella, oder? Fünf Schwebefliegen gefangen. Ich wusste gar nicht, dass das so eine Aus... Ja, wir gehen schlafen. Genug erlebt heute. War eigentlich ein guter Tag, muss ich sagen. Oh, das ist ja niedlich. Sie hasst ihn ja eigentlich, aber irgendwie hat sie ihn doch auch ganz gerne. Das ist ja schon putzig, ne? Ja, ich habe hier leider nichts mehr zu trinken. Schade. Jetzt hätte ich was getrunken. Egal. Ja, ich speichere meinen Fortschritt auf jeden Fall. Dem den 2.8. Bis zum nächsten Mal, Leute.